Ein Blähbauch verursacht durch Parasiten, ja, das ist ein sehr großes Thema, das dir allerdings nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn du unter einem Blähbauch leidest. Laut Studien sind rund 90% der Menschen von einem generellen Parasitenbefall betroffen. Vielleicht auch du, bleib also dran. Parasiten beeinträchtigen die Peristaltik, also die Pumpleistung deines Darms. Und das kann so weit führen, dass sich kiloweise Kot in deinen Därmen befinden, der sich einfach nicht raustransportieren lässt. Das gibt dir ein Gefühl von Schwere und einen sogenannten Bierbauch. Und natürlich verändert sich das Milieu in deinem Darm, das heißt, die Parasiten fördern die schlechten Darmbakterien, diese wiederum fressen die guten Darmbakterien auf und es entsteht so das Ungleichgewicht. Dadurch kann die Nahrung im Darm nicht mehr richtig zersetzt werden und es kommt zu Gärprozessen und schlussendlich eben zu deinem Blähbauch. Ja, natürlich gibt es auch noch andere Gründe für einen Blähbauch. Zum Beispiel Essen im Laufen oder zu schnell essen, also zu wenig gut kauen dementsprechend auch. Aber auch Sprechen während des Essens oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie Glutein oder Laktose. Das Hauptsymptom des Blähbauches ist natürlich der aufgedunsene Bauch. Doch das kennst du ja bestens. Wenn du dieses Video schaust, bist du ja vermutlich selber davon betroffen. Häufig bläht sich der Bauch direkt nach dem Essen oder gegen Abend. Und das hat diesen Grund, weil die Parasiten zu den Zeitpunkten den Höhepunkt ihrer Aktivität erreichen. Jetzt kommt aber die Schwierigkeit. Es gibt kein Mittel gegen Blähbauch. Und der Hauptgrund ist folgender. Da Medikamente den Biofilm nicht lösen können, ist eine Befreiung von Parasiten über diesen Weg unmöglich. Die Parasiten, die wohnen nämlich im Biofilm, die nisten da, die vermehren sich da, die fühlen sich da wohl. Es bedingt also mehrere Schritte zum Ziel. Schritt 1, der Biofilm muss raus. Schritt 2, Tiefenreinigung, Befreiung der Darmzotten und Freisetzung der Darmwand kombiniert mit der Parasitenkur. Hier nimmst du sinnvollerweise auch gerade noch Braunalgen mit dazu, um die Giftstoffe zu binden. Und dann der dritte Schritt, Aufbau des Darms. Unterstütze deinen Körper bei der Regeneration der Darmschleimhaut, also der Wiederherstellung der gebrochenen Tight Junctions. Nachher kannst du natürlich mit Präbiotika die Bakterien füttern und auch noch weitere Bakterienstämme hinzufügen. Ist jetzt aber noch nicht alles ganz klar? Ja, so vereinbare doch mit mir ein kostenloses 20-minütiges Konzeptfindungsgespräch. Dieses wird dann telefonisch stattfinden. Anmelden dazu kannst du dich gleich unterhalb in der Videobeschreibung. Wenn du Produkte direkt jetzt bestellen willst, kannst du das sehr gerne machen im Shop bei gesundundfrisch.ch. Wohnst du aber nicht in der Schweiz, so bestelle doch direkt bei regenbogenkreis.de. Nutze dazu sowohl im einen wie im anderen Shop diesen Gutscheincode, denn damit bekommst du 10% Rabatt auf deinen gesamten Einkauf. Natürlich sind auch diese beiden Shops unten verlinkt. Pack jetzt deine Chance, regeneriere deinen Darm und du hast wieder mehr Energie frei für dich selber und natürlich auch für andere. Dein Potenzial ist riesengroß. Nimm sie, die Chance, setze sie um, zünde deine Rakete, komm in die nachhaltige Gesundheit. Herzliche Grüße, deine Rita von gesundundfrisch.ch. Ah ja, und wenn dir das Video gefallen hat, ja, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniere auch gleich meinen Kanal und erneut verabschiede ich mich. Ciao, bis bald und auf Wiedersehen.